Peter hat es gesagt, wir führen jetzt die Debatte über den Zustand der Gesellschaft, über Diskurs und Demokratie mit zwei Menschen, zwei Männern, was jetzt kein Vorwurf ist, an den Demarkationslinien zwischen Philosophie und Politik und zwischen Politik und Literatur, mit zwei Menschen also, die sich einmischen, mit dem Schriftsteller Robert Habeck, der sich einmischt in Politik auf leidenschaftliche, auf radikale Weise, wie er ja selber gerne sagt, also mit Haus und Haaren. Und das hat ihn datum heute in einer steilen Karriere vom Landesvorsitz Schleswig-Holstein-Ministeramt in den Vorsitz der Grünen Partei gebracht. Aber das wissen ja hier alle im Raum. Er hat Sätze geschrieben, in denen er diagnostiziert, dass die Sprache der Politik heute der Größe und der Art der Probleme nicht angemessen ist. Und er hat dafür plädiert, Peter hat das nochmal wiederholt und unterstrichen, die grüne Erzählung zu öffnen und sie als eine linke, liberale, ökologische Geschichte zu erzählen. Und wir führen die Debatte mit Doris Grünbein, einem der wichtigsten zeitgenössischen Poeten. Und wenn ich das sagen darf, in der Tradition des poetischen Aufbruchs, der nach dem Abklingen der deutschen Klassik mit Schiller, aber vor allem dann eben mit Hölderlin begann. Hölderlin hat sich anstecken lassen, begeistern lassen von der Französischen Revolution. Doris Grünbein hat sich anstecken und begeistern lassen von gesellschaftlicher Einmischung und davon, dass es Zeit ist, in den Kampf um die Meinungsfreiheit zu ziehen. Aber, und darauf kommen wir auf jeden Fall noch mal zu sprechen, auch in den 80er Jahren, in der DDR hat er sich eingemischt, um die unfreie Gesellschaft abzuschütteln. Wir wollen in diesem Podium explorieren, wie der Zustand von Sprache und Politik in diesem Land heute ist, welche Sprache die Demokratie braucht, wo die Grenzen des Erträglichen sind, die Grenzen der Freiheit, ob der Osten eine andere Sprache spricht und versteht. Und wir müssen reden über die Feinde der liberalen Gesellschaft. Der Blick auf die Republik. Ich musste lachen, Herr Grünbein, ich nahm die Poetik-Vorlesung von 2009 zur Hand, die damit anfängt, dass, mit also einem gewissen Bedauern, wenn ich es richtig verstehe, dass die Zeit der großen Verkündigungen, der Manifeste vorbei ist. Aus dem Getümmel lärmender Hegemonialkämpfe ist ein Betrieb der professionell verwalteten Koexistenzen geworden, intoniert vom Tagesgeschäft der Produktwerbung, des Rezensionswesens, der Preisjuries, eine ununterbrochene Frankfurter Buchmesse gewissermaßen. Das passt ja auch ein bisschen jetzt, die Buchmesse fängt ja gleich an. Herr Grünbein, sind die Hegemonialkämpfe zurück? In der Kunst, meinen Sie? In der Kunst und in der Gesellschaft. Das war ja gemünzt auf die Situation der Künste. Wir wissen das ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts hat es ja diese große Explosion gegeben von tausend sehr radikalen ästhetischen Ideen, formellen Revolutionen. Vielleicht kommen wir später darauf zurück, diese Idee, dass es hin und wieder vielleicht ganz gut ist, noch Manifeste zu schreiben, unter anderem politische, beschäftigt mich schon. Also etwas provokativ gesagt, wir haben heute jede mögliche Parteiprogramme. Das ist ja schon mal ein Spektrum. Das Parteiprogramm würde aber vielleicht noch nicht das ersetzen, was ich mit dem Manifest meine. Das heißt, etwas über die Tagespolitik hinausweisendes zu formulieren. Das war hier damit gemeint. Nun sind ja gerade die Buchmessen zu Kampfplätzen des öffentlichen Diskurses, auch des politischen Diskurses geworden. Und die Literatur ist ein Teil dieser Auseinandersetzung. Jetzt wollen Sie mich, glaube ich, direkt auf ein, zwei Anekdoten festnageln des letzten Jahres. Also es hat da Streit an Buchmessenständen gegeben, um es so zu formulieren, tatsächlich ist jetzt sozusagen der politische Streit, wie wir ihn jetzt auf der Straße immer erleben, auch in die Buchsalons eingekehrt. Es gibt da ganz manifeste Scheidungen. Es gibt Menschen jetzt im Land, die sozusagen Veranstaltungen machen, mit Rechten lesen und so weiter.
weiß nicht, ob links literarisch da auch so eine Aufrüstung so stattfindet. Ich kann sie so nicht beobachten. Natürlich ultralinks, da kennt man die Schriften, die man braucht zum Kampf. Aber auf der rechten Seite, bei den Rechtskonservativen, werden jetzt Literaturlisten erstellt. Es kursierte zum Beispiel eine damals auf der Buchmesse, ist vielleicht viel interessanter, da hat eben der Verleger des Antaios Verlages sozusagen Empfehlungen ausgesprochen, quer durchs Spektrum, welche deutschen Buchverlage sozusagen nationalkonservative gute Literatur verlegen. Das ist interessant, weil da kam plötzlich ein Verlag drin vor, bei dem unter anderem die Gedichte von Gottfried Benn verlegt wurden. Das hat damit für meine Begriffe nichts zu tun. Aber andere Autoren, die auf die Liste gehören und die zum Teil ja immer schon auch in linken Verlagen mit verlegt wurden, waren hier also aufgeführt. Es wurde dann gegen diese Liste protestiert. Aber es ist nur ein Beispiel, wie jetzt sortiert wird. Es wird sortiert. Ja. Ist es so? Ist die Literatur der Schauplatz, der Austragungsort auch von politischen Debatten, von der Schärfung von Sprache, von dieser Sortierung? Oder ist das, verhält es sich anders damit? Die Literatur weiß ich nicht, weil wir auch verlernt haben, politisch zu lesen. Das, was du vorgelesen hast und das, die Poetikvorlesung von Doss Grünbein mag auf die Kunst und Literatur bezogen sein, aber es ist natürlich auch irgendwie eine Bestandsaufnahme. Es fühlt sich an, wie so war die Gesellschaft 2009 oder wann das war. Irgendwie das große Kuddelmuddel, aber die Zeit für große Debatten war eigentlich irgendwie vorbei. Man war in so einer postmodernen Gleichgültigkeit angekommen. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber viele haben es nicht gesehen und wir wahrscheinlich auch ehrlicherweise nicht, was da schon sozusagen als Unterflächenströmung da war. Und das hat sicherlich auch die Lektüre beeinflusst, dass man sich halt im Kern gut unterhalten lassen wollte. Das, was Doss Grünbein jetzt beschreibt, kann man aber sehr genau, also er beschreibt ja eigentlich, dass die Kultur zur Auseinandersetzung von gesellschaftspolitischer Normierung wird oder dem Streit darum. Und das ist ein völlig, das müssen wir erst wieder lernen, glaube ich. Alle, die jetzt hier parteipolitisch in irgendeiner Form unterwegs sind, haben wahrscheinlich dumpfe Erinnerungen dann. Denn wenn es darum geht, Ausschüsse in irgendwelchen Gemeinderäten zu verteilen, dann prügeln sich immer alle um den Verkehrs- und den Energie- und den Umweltausschuss. Kultur ist immer das, was keiner machen will. Das sind irgendwie die Theater und die Volkshochschulen, die immer unterfinanziert sind und die Künstler sind zu anstrengend, die maulen immer nur rum und bloß weg damit. Das ist aber auf der rechten Seite schon längst anders erkannt, dass Kultur tatsächlich, also die prägende Kraft der kulturellen Debatte ist da zur Agenda geworden. Auf der politisch progressiven Seite ist es aber noch überhaupt nicht durchgedrungen, was da an gesellschaftlicher Debatte eigentlich verhandelt wird, außer man guckt nach Ungarn, Polen und Österreich und dann sieht man sehr genau, dass mit den Vorgaben, die man jetzt schon aus Programmen rauslesen kann, es soll dann eben werktreue Kunst oder Kunst soll auf Theatern werktreu ausgeführt werden. Das heißt im Grunde, dass Politik definieren soll, in welcher Sprache gesprochen, wie Bühnenstücke aufgeführt werden sollen. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt, wir im Sinne von der grünen Erzählung, also als wahrscheinlich doch hier mehrheitlich versammelt, sich freiheitlich verstehende Gesellschaft ein neues Bewusstsein aneignen, dass die kulturelle Debatte nicht irgendwie die Fußnote, die dritte Fußnote auf Seite 17 ist, sondern tatsächlich zum prägenden Ort der gesellschaftspolitischen Debatte dazugehört und sie vielleicht ist. Und oder ist es, ist die Erzählung, also das Beispiel mit den Ausschüssen, ja, man schraubt an den Details der einzelnen Bereiche und will und braucht über diese Diskussion, muss man Fahrradstraßen, muss man die mit Pollern ausstatten oder nicht? Und gleichzeitig gibt es aber offensichtlich eine Entleerung dieser Erzählung, die eigentlich dahinter steht. Überzeugt, also warum, wie ist es dazu gekommen, dass diese Erzählung nicht mehr überzeugt und dass Menschen so alte Sachen rausholen, die sie beschrieben haben und das Gefühl haben, das ist jetzt eine attraktive Erzählung. Wieso ist die liberale Erzählung nicht mehr so attraktiv? Also die liberale zum einen ist die Frage oder vielleicht auch die grüne. Ich gehe jetzt davon aus, dass die grüne Erzählung zunächst mal gar nicht aufhören kann.
Also der Kern dieser Erzählung ist etwas, was, sagen wir mal, die ganze Menschheit betrifft. Hier geht es, sagen wir mal, um die Ökosphäre, das ist ein viel größerer politischer Raum. So bin ich damals rangegangen. Die grüne Erzählung, wenn man so will, die hat auch einen gewissermaßen transpolitischen Kern. Die geht weiter in die Zukunft, die beschäftigt sich um das große klimatische Ganze, buchstäblich. Eine erste Erzählung, oder so ist mir das übrigens damals plausibel gemacht worden, geht ja früh los mit einem Künstler wie Beuys. 7000 Eichen wäre sozusagen eine frühe grüne Erzählung, also ein Künstlerprojekt, das sozusagen am Beispiel der Schöpfung einer Baumpflanzung in Kassel so ein Zeichen setzt. Das ist sozusagen ein Kern dieser Erzählung. Ein anderer Kern, da kommen wir vielleicht drauf, ob es ist und wie stark es ist, ist vielleicht die republikanische Erzählung. Das Programm der Französischen Revolution. Ein dritter wäre die Frage, und da habe ich rausgehört, da fangen die Reibungen an, inwiefern ist die grüne Erzählung auch eine gesamtsoziale Erzählung, die sich also mit sozialen Ungerechtigkeiten unmittelbar befasst. Und daran anknüpfen vielleicht eine Gegenfrage, die Frage, gibt es einen grünen Kapitalismus? Und ja. Wie funktioniert der? Das muss ich jetzt beantworten, oder was? Das muss jetzt der Parteivorsitzende beantworten. Ja, ich bin noch an Gedanken ganz kurz, vielleicht darf ich das noch ganz kurz sagen, bei diesem kulturellen Paradigma, bevor ich dann vielleicht auf die Aspekte von Das Grünbein eingehe, wenn ich das soll. Ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied in der Debatte um Kultur, und dass auch viele Menschen das spüren. Vielleicht ist auch Durst Grünbein nur heute Abend hier, weil er das auch spürt. Es gab ja diese Telkamsche Anekdote im letzten Jahr, wo du tatsächlich im Zentrum auf einmal auch der politischen Auseinandersetzung standest, als eine Debatte über Sprache, über Literatur zu einer gesellschaftspolitischen Debatte wurde, und zwar nicht einer Stellvertreterdebatte, sondern da wurde zum ersten Mal ausgehandelt, öffentlich stark ausgehandelt, wie sehr Sprache Wirklichkeit prägt und erst recht politische Wirklichkeit prägt. Und das Gefühl haben wohl mehrere, jedenfalls werden viele, die hier im grünen Kosmos unterwegs sind, ich kann das jedenfalls machen, von vielen, vielen Erlebnissen der letzten 3, 4, 5 Monate berichten können, wo kulturschaffende Künstler politische Anschlussfähigkeit gesucht haben. Die wollen nicht alle reihenweise antreten, müssen sie auch gar nicht, aber sie spüren, dass da was im Umbruch ist. Und zwar, was in dem Sinne kulturell im Umbruch ist, als die eine Definition, sagen wir, die jetzt von dir vorgelesene rechte Definition von Kunst und von Kultur, geht von einem identitären Raum aus. Einer Sprache, die aus einem irgendwie germanischen Ursprung stammt, die aber irgendwie festgefügt ist und dann in ihrer Reinheit bewahrt werden soll. Sprache als Spiegelbild für die Gesellschaft heißt eine Gesellschaftsformation, die offensichtlich genauso gleich aus einem ursprünglichen quasi völkischen Stamm erwachsen ist und die in ihrer Reinheit bewahrt werden soll. Und schon der Begriff Reinheit ist ja ein ästhetischer Begriff. Also selbst die Vokabeln, mit denen völkische Politik beschrieben wird, greift immer wieder auf ästhetische, kulturelle Vorstellungen zurück. Und auf der anderen Seite steht ein kulturelles Verständnis, das scharf davon abgegrenzt ist und das wahrscheinlich jetzt voll in den Kern der Erzählungsfrage reinreicht. Nämlich, wie organisieren wir Regeln, die möglichst vielen Menschen Teilhabe an der kulturellen Debatte erlauben. Und dann sind auf einmal 7000 Eichen, da würden einige sagen, ja, na gut, das sind zwar Eichen, irgendwie war ein deutscher Baum, aber was hat das mit Kunst zu tun? Das ist ja nicht identitätsstiftend, weiß ich nicht genau, oder vielleicht in einer anderen Form, aber in einem anderen Sinne wird ein Raum damit geschaffen, in dem Menschen sich treffen können, und die Stadt Kassel in den 70er Jahren wahrscheinlich auch nicht der Ausgeburt an Wohlfühlstadt wird sozusagen ein tatsächlich öffentlicher Raum. So ist es ja dann als Kunstprojekt gemeint gewesen. Und diese Unterscheidung zwischen einem Kulturraum eröffnen, einen Raum eröffnen, an dem möglichst viele Menschen teilnehmen können, und zwar eigentlich alle, solange sie das Grundverständnis von einem gemeinsam geteilten Raum teilen, also ihn nicht zerstören wollen oder die Hälfte wieder rauskicken wollen, oder eben keinen Raum eröffnen, beziehungsweise nur einen privilegierten Raum eröffnen, das ist im Grunde die politische Auseinandersetzung, die wir jetzt auf allen Ebenen führen. Wenn man das zur Maßgabe nimmt für die verschiedenen Kategorien, die Durst Grünbein eben vorgeschlagen hat, dann würde ich, ähnlich wie Peter Siller es gesagt hat, am Anfang sagen, über die 5 Jahre, was ist die grüne Erzählung, hat sich im Jahr 2018
eins geändert. Wir reden gar nicht mehr über eine grüne Erzählung. Wir sind da rausgewachsen oder die Zeit ist darüber hinweggewachsen. Das, was du gesagt hast, Peter, ist eigentlich das viel Entscheidendere. Was ist die gesellschaftliche Erzählung? Und das ist sicherlich im Moment die Rolle unserer Partei, nicht so sehr über uns als Partei nachzudenken, sondern darüber, was eigentlich gerade passiert. Und wahrscheinlich werden wir politisch nur dann der Verantwortung gerecht, wenn wir nicht drüber nachdenken, wie versuchen wir parteitaktischen Vorteil daraus zu schaffen, sondern gesellschaftliche, in dem Sinne kulturell gesellschaftliche Antworten zu geben. So, und jetzt spare ich mir das Durchdeklinieren von dem ganzen. Aber nochmal zurück, ich finde es gut, dass wir jetzt sozusagen an diesem Punkt sind, ein bisschen weg von dieser Grünen, wo es immer das Missverständnis gibt, das könnte sozusagen auf die Frage gemünzt sein, aber dann hätten wir das Grünbein nicht eingeladen, es ginge um die Partei. Wenn wir sagen, es gibt eine offene Gesellschaft, eine freiheitliche Gesellschaft, Thema Meinungsfreiheit, und die Menschen haben aber gar keine Erzählung, weil die Gefahr, eine der ganz großen Gefahren des Liberalismus und der liberalen Idee, ist die Nähe zum Nihilismus. Und dagegen, dass Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, in diesem irren Kommunikations- und Politikrauschen, das ihnen entgegenkommt, sozusagen für sich etwas zu finden, was Resonanz hat. Also der Freiraum für alle ist gut, aber wo sind die Orientierungsmarker? Das ist vielleicht nochmal sozusagen zurück zu dieser Frage, was ist der Kern der grünen Erzählung, der transpolitische Kern, der republikanische und das Soziale? Wo findet das Halt? Also so sehe ich das, was die Grünen betrifft, eben gerade nicht. Ich sehe im Kern eine Grunderzählung. Man könnte sehr weit sogar zurückkommen auf naturmythisches Denken. Das ist eine Erzählung, die kohärent ist, die trägt durch die Zeiten. Meine Erzählung, mit der ich aufgewachsen bin, um das nur schnell so als Exkurs, ich bin ja mit der kommunistischen Erzählung aufgewachsen, bin sozusagen in einem System groß geworden, das die soziale Frage so radikal gestellt hat, um es auf die Spitze zu treiben, etwa mit Stalin. Und am Ende war dieser verschärfte Klassenkampf da, also entstanden Lager, wie wir alle wissen und so weiter. In der DDR-Phase war das dann schon wie so ein Abklingbecken. Es gab die Mauer, aber es gab jede Menge Kontrolle. Es war im Grunde polizeistaatliche Organisiertheit von Gesellschaft im Namen sozusagen der sozialen Emanzipation. Diese Erzählung hat so nicht funktioniert. Deshalb ist sie sozusagen an der Abstimmung der Bevölkerung oder großer Teil der Bevölkerung dann gescheitert und hört auf. Die ist mehr oder weniger verschwunden. Die Linken suchen nun die Reste wieder aufzuklauben oder versuchen sie praktisch neu zu motivieren. Für mich kam dann erst in den 90er Jahren tatsächlich als erstes diese grüne Erzählung dazu. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das jetzt mit größter Leidenschaft verfolge, aber sie ist sozusagen, sie hat eine große Beständigkeit. Ich habe auch nie verstanden, so geschah es gleich in den frühen 90er Jahren, vielfach im Osten, warum man an der Stelle irgendetwas lächerlich finden konnte. Ich bin auch Leuten immer entgegengetreten, die mir sagten, ja, die kümmern sich da nur um Frösche und so weiter, das ist ihnen wichtiger. Ich habe gesagt, ja, das ist doch mal ein Beginn, nicht? Also ein Beginn ist es. Es war natürlich auch immer absurd und einseitig, es so darzustellen, weil das Programm ist schon sehr viel umfassender. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe eigentlich erstmal nur da, und jetzt komme ich zurück auf die Sprache, bei dieser Bewegung, eine verstärkte Sensibilität bemerkt. Übrigens auch eine sprachliche. Um das mal so zu sagen, mir scheint, in den letzten Jahren gibt es von grüner Seite wenige sprachliche Entgleisungen. Während aus dem anderen Parteienspektrum tauchen ja immer Entgleisungen auf, die uns dann wochenlang beschäftigen, weil der eine oder der andere, sei es bewusst oder mutwillig oder anders, aus Dummheit eine unglückliche Formulierung gebraucht hat. Und nun komme ich aber zum letzten Aspekt, damit ich nicht so naiv klinge. Mir ist schon aufgefallen, dass es jetzt ein Teil des politischen Spektrums genau auf diese Sprache der Spaltung angelegt hat. Nicht? Hier wird, und das ist für mich das Neue und Überraschende, damit muss ich erst überhaupt leben, lernen, hier wird Sprache richtig in toxischer Absicht verwendet. Sprache verwendet, um zu dehumanisieren.
Sprache verwendet, um irgendeinen Ethnonationalismus herbeizuführen. Sprache der Ausgrenzung, der Diskriminierung, die unmittelbar Gewalt werden kann. Das müssen sich diese Herrschaften wohl klar machen. Und wo sind da die Grenzen? Wo sind die Grenzen dessen, was eine Demokratie an Zumutungen ertragen kann? Die Grenze hat das Gülmann gerade beschrieben. Ein politischer Diskurs, ein gesellschaftlicher Diskurs, der streitbar ist und streitet, das ist das, was wir brauchen. Das ist überhaupt nur, das ist eigentlich das Lebenselixier der Demokratie. Wenn sich alle einig sind, wenn sich niemand mehr streitet, wenn es keine widersprechenden Meinungen gibt, dann können wir den Laden Demokratie auch dicht machen. Das ist also überhaupt nichts Schlimmes oder Verwerfliches oder Böses. Wir hatten eher zu wenig davon. Also wenn man sozusagen die Pole der Art, wie man reden kann, nimmt und da ist der völlige Relativismus, also alles ist gleich, alles ist irgendwie weg, wurstig und auf der anderen Seite ist alles dogmatisch oder fundamentalistisch, dann ist die moralisch. Mitte... Moralisch. Bitte? Ist moralisch, das ist ja auch gerne ein Vorwurf. Ja, Moral ist, das ist nochmal eine andere... Ich rede erstmal über die Art, wie gesprochen wird. Also entweder gibt man jedem immer Recht oder man gibt niemandem Recht, weil man der Einzige ist oder die Einzige ist, die Recht hat. Das ist natürlich beides... Das ist ja kein Streit, sondern das ist wegducken und übervorteilen, über das Maul fahren oder so etwas. Und die Mitte ist eben das Ringen um Position und ein Stück weit, so ähnlich wie wir, meine ich, verlernt haben, politisch zu lesen oder politisch eine politisch-kulturelle Brille uns aufzusetzen, haben wir, und wir heißt mich eingeschlossen, das ist überhaupt nicht fingerzeigend gemeint, in den letzten 10, 13, vielleicht 30 Jahren verlernt, genau diesen Grad zu halten, sondern wir waren lange Zeit in der Phase der totalen politischen Relativität. Alles war irgendwie, es kam nicht durch, dass es wirklich um was ging. Und das ist noch nicht so lange her. Ich meine, erinnern Sie sich an das letzte Kanzlerkandidatenduell? Das ist erst 2017 gewesen, als Merkel und Schulz diskutiert haben, wie zwei, weiß ich nicht, Unterabteilungsleiter oder so etwas. Ja, also zwei Menschen, nichts gegen Unterabteilungsleiter, aber die sind sich natürlich prinzipiell einig erst einmal und es geht um gerade der Unterschiedlichkeit. Das war ja die gleiche Zeit, also weder war der Klimawandel unbekannt, noch war in Syrien alles Friede, Freude, Eierkuchen. Menschen waren millionenfach auf der Flucht und dann wird über die Alternativen, die gesellschaftlichen Alternativen verhandelt, als gäbe es nichts zu besprechen. Das ist ja erst ein Jahr her. Und von diesem Jahr sind wir schon davor als Unterströmung natürlich da gewesen oder auch als Debatte da gewesen, eben jetzt in eine Zeit gefallen in nur einem Jahr, die nur noch aus Anbrüllen zu bestehen scheint. So, und der Unterschied zwischen einem demokratischen Streit, der scharf konturiert und pointiert sein soll und der meiner Ansicht nach überhaupt erst die Voraussetzung ist, dass man sich auch einigen kann, denn wenn man überhaupt keine Position mehr für sich reklamieren kann, dann weiß man ja auch gar nicht, wo man mal einen Kompromiss eingegangen ist, dann verschwimmt alles irgendwie im Nebel und dem nicht-demokratischen Streit, dem Ausgrenzenden, dem Inhumanen, dem Menschen zu Dingen oder zu Tieren machenden Streit, dem aussortierenden Streit, ist genau bei dem, was wir vorhin schon versucht haben zu beschreiben, wenn man der Meinung ist, es gibt einen identitären Raum, wo bestimmte Meinungen einfach nichts mehr gelten und wo sie nicht mehr mitmachen dürfen, dann ist die Grenze überschritten. Und der Raum ist in Deutschland klar definiert, letztlich durchs Grundgesetz. Das ist die Selbstreflexivität von eigener Meinung, dass man theoretisch in Rechnung stellen kann, man könnte auch Unrecht haben. Das ist der Unterschied zum diktatorischen Streit. Ja, aber reicht es aus? Ich meine, dann müsste man sozusagen jede Äußerung, die da im Bundestag zum Teil fällt von der Fraktion, müsste man ja dann strafrechtlich verfolgen. Das kann man ja nicht. Man kann auch die sozialen Medien nicht verfolgen. Und doch, genau das sollte man tun. Genau das sollte man tun. Und ich glaube, das machen wir ja auch mit dem, oder sagen wir mal, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist der erste Versuch davon. Aber meine Frage war jetzt... nochmal zurück auf dieses 2017 und jetzt, was sich verändert hat, ist, dass diese Ausgrenzung, dieser toxische Diskurs so präsent geworden ist, dass ja offensichtlich eine Veränderung des demokratischen Diskurses bewirkt hat. Oder ja, und ich glaube, mit Blick auf die letzten zwei Monate vielleicht sogar zum Besseren. Weil doch relativ viele Leute diese Gleichgültigkeit, die eben die letzten Jahre bestimmt hat und auch vergleichsweise viele Politiker wahrscheinlich erkennen und Politikerinnen erkennen, dass eine Zeit oder eine politische Auffassung, die sagt, am besten sind wir, wenn wir uns gar nicht einmischen, erkennbar zu ihrem Ende gekommen ist. Und ich meine, was ist in den letzten zwei Monaten passiert?
Die CSU hat lernen müssen, dass ein Nachäffen der AfD nicht belohnt wird, sondern die haben ihn auf den Deckel gekriegt. In Bayern gehen hintereinander mehrfach 40.000 Menschen und demonstrieren für, also gegen eine verhetzte Politik oder eine verhetzende Politik, extra unter dem Motto, es gibt eine wache Zivilgesellschaft, wenn die AfD sich am Brandenburger Tor trifft, sind 70.000 Menschen auf der Straße dagegen. Also das ist doch, man riecht doch geradezu, dass dieser Kampf nicht verloren gehen muss. Dass jetzt tatsächlich eine Gegenwehr oder eine eigene neue, das Ringen um eine eigene neue, nämlich demokratische, meinetwegen linksliberale Erzählung beginnt, die eigene Fahrt und eigene Kraft aufnimmt. Also deswegen würde ich jetzt diese Verdruckstheit, oh, wir sind alle mit dem Rücken an der Wand und wir verlieren unsere Sprache und so weiter und die Sprache ist so verroht, ja, sie ist verroht, aber seit Doris Grünbein Uwe Tellkamp die Leviten gelesen hat, ist das Bewusstsein, dass man sich wehren kann, doch wach, und deswegen ist es gut, dass du heute hier bist. Stichwort Dresden. Also das war ja jetzt so ein bisschen die Hashtag Wir sind mehr Rede. Trifft das auf den Osten zu? Trifft was auf den Osten zu? Wir sind mehr. Naja, da nehme ich das auf. Im Moment wissen wir es noch gar nicht. Also das scheint wie so eine Waage zu sein, die da vibriert, also wo hier die Mehrheiten sind. Zum Beispiel, wenn ich diesen gespenstischen Begriff, der kurz mal auch in der Debatte war, von der Volksgemeinschaft höre, der ja indirekt damit zu tun hat, dass immer wieder gerade bei diesen Aufmärschen geschrien wird, wir sind das Volk. Und es ist ein anderer Inhalt damit gemeint als der von 89, da bin ich fest davon überzeugt. Wobei ich auch gesagt habe, dass die Übergänge da schon fließend waren. Also um auszuholen, ich war sehr früh, also wirklich von dem 7. Oktober an mit dabei und habe da einiges erlebt und habe aber auch gesehen, wer zunächst mal nicht das Risiko auf sich nahm, auf die Straße zu gehen. Es dauert ein bisschen. Als dann die Leipziger Montagsdemonstration anfing, wurde es von Montag zu Montag mehr und dann kamen eben diese Rufe, wir sind das Volk, und dann kamen die Deutschlandfahnen. Und dann war es natürlich auch durchaus eine nationale Manifestation. Man wollte jetzt die Einheit und so fort, gegen die ich übrigens nichts hatte. Wobei also die vielen, vielen Feinheiten dann des Einigungsprozesses, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wenn jetzt dieser Ruf auftaucht, dann ist es eben tatsächlich eher ein spalterischer. Dass praktisch ein Teil dieser Bevölkerung das Gefühl hat, er sei in Wirklichkeit das Volk. Wie es gemeint ist, weiß ich immer noch nicht. Genetisch, also territorial, anspruchsrechtlich, was Alimentation von Seiten des Staates betrifft. Uns müsst ihr zuerst helfen und müsst uns natürlich auch Jobs beschaffen und so weiter. Aber das alles hört man da heraus. Also sind wir da eher tatsächlich in so einem völkischen Bereich. Und es wird ja gerade, sagen wir mal, in der äußersten Rechten durchaus geträumt von dieser Volksgemeinschaft. Der gefährlichsten Konstruktion, die es überhaupt geben kann. Und jetzt sage ich noch was, meine Hoffnung in den 90ern hat sich eigentlich darauf gerichtet, dass so nach und nach der Nationalstaat in den nächsten Jahrzehnten ausläuft in ein gescheites Gesamteuropa. Das ist meine Erzählung. Also das ist die einzige reale Utopie, die ich habe, eigentlich Europa first. Und vielleicht einen vorschnellen jetzt Streit um das Wie und Was dieser Integration vorzubeugen, weil sich nur noch auf einen letzten Gedanken, in der immer wieder unterschlagen wird, dass dieser Europagedanke von ein paar sehr progressiven Geistern in den 40er Jahren entworfen, ich sage nur was in Klammern, also Manifest von Ventotene, es waren italienische Linke, also Sozialdemokraten wie auch Kommunisten, die zum ersten Mal über ihren Schatten gesprungen sind und sozusagen die linken Grabenkämpfe überwunden haben und sich hinsetzen und für die Nachkriegsordnung so ein Manifest entwickeln, das dann unter anderem ja eingeht in die ganze Konstruktion von Straßburg und so weiter. Das wäre sozusagen mein Ideal und der Gedanke ist, das allein wird verhindern, dass wir wieder in Kriegszustände kommen. Das heißt, das eigentliche Produkt des europäischen Einigungsprozesses ist der Frieden. Das ist aber anscheinend so banal, dass es kein Mensch sieht.
Das ist praktisch jenseits von irgendwelchen wirtschaftlichen Vorteilen, jenseits vom Gedanken der Kooperation, der ja auch sehr vernünftig ist, also wirtschaftlichen, jenseits von Weltmarktkämpfen, jetzt wieder Handelsstreit, ist das sozusagen der Kern, dass wir in dem Moment, wo wir diese Souveränität schrittweise aufgeben, gar keinen Grund mehr haben müssen, gegeneinander vorzugehen. Und vor dem Hintergrund sehe ich eben diese Abspaltungstendenzen der neuen Mitgliedsländer da im Osten als äußerst gefährlich. Allein schon die Vorstellung, dass es dann wieder eine Extragruppe gibt, meinetwegen die Visegrad-Staaten, ist schon sozusagen so ein kleines Echo in eine ungute Zukunft. Die ja auch sprachliche Konstruktionen sind. Ne? Das ist ja keine homogene Gruppe. Das ist auch etwas, womit wir uns die... Ich will aber noch mal ein bisschen zurück. Also das war jetzt sozusagen Robert Menasse-mäßig diese ganz große Europa-Erzählung. Ich wollte aber noch mal zurück auf diesen Punkt und das auch verbinden mit einer Frage an Robert. Ist um die Leute, die erstmal sozusagen ihre nationale Souveränität, das trifft jetzt vielleicht auf die Ossis in der DDR nicht so zu, aber auf die Ossis in Polen, in Tschechien trifft es auf jeden Fall zu, auch auf die Esten trifft es zu, dass sie überhaupt erst nach langer, langer Zeit ihre nationale Souveränität wieder gewonnen haben. So, das ist schon ähnlich mit den DDR-Bürgern. So, und jetzt, genau, und jetzt ist meine Frage, ja, der die wurden zum ersten Mal Deutsch, die Sachsen als Deutsche sind ja auch der Meinung, dass sie noch nie eigentlich nicht zu Deutschland gehören. Jetzt ist die Frage, ist eigentlich dieses, ich sehe das auch so, meine eigenen Erfahrungen sind auch so, die meisten sind erst dann auf die Straße gegangen, als es safe war, weil man sozusagen in der Masse ja auch geschützt war. Auf der anderen Seite ist das, so sind die Menschen normal, aber ist das ja auch ein emanzipatives Moment, Momentum, es ist ein Momentum der europäischen Geschichte gewesen. Und die Frage ist das wirklich eingegangen in diese Europaerzählung? Ist das ein Teil dieser Europaerzählung? Oder ist die Europaerzählung immer, wie Juncker sagt, wenn ihr wissen wollt, warum Europa, dann schaut in das, was in Verdun und auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs los war und was da an Gräben ist. Das, finde ich, ist ein bisschen eine negative Pädagogik, während dieses freiheitliche, emanzipative Moment von 89 eigentlich kein wirklich organischer Teil dieser europäischen Erzählung geworden. Es ist jedenfalls ein Teil meiner Erklärung, warum die Osteuropäer sich quasi von ihrer nationalen Idee nicht lösen können, weil sie ihr Momentum vielleicht nicht aufgehoben fühlen. Jetzt ist meine Frage an Robert in Bezug auf die grüne Erzählung. Ich meine, die Grünen sind die einzige Partei, die sich wirklich verändert hat, ja, die mit dem Ringen um dieses Gemeinsame und mit dem Namen Bündnis 90 Grüne auch wirklich einen Prozess durchgemacht hat. Und wenn man heute schaut, also wir sind die Partei, die immer noch die besten Quoten hat, nicht in Bezug auf die Repräsentanzfrage, aber ist das wirklich ein originaler Teil der Erzählung? Auch die Bündnis 90, die friedliche Revolution und die Bürgerbewegung, die also auch diesen Gedanken der Freiheit und der Menschenrechte nochmal in einer ganz anderen Weise in diese grüne Erzählung eingeschrieben hat, als das vorher der Fall war. Ich würde hoffen, dass es innerhalb der Partei jedenfalls in Annäherung so ist. Aber ich würde zugeben, dass die Grünen, wie alle Parteien der letzten Jahre, die deutsche Einheit, und das hast du ja im Grunde schon selber gesagt, Ellen, als eine Erzählung des Sieges und der Niederlage, nämlich des Sieges des Westens oder des Kapitalismus gegenüber dem Osten oder des Sozialismus, erzählt haben oder jedenfalls eine Deutung zugelassen haben, die das suggeriert. Und das ist ein schlimmer Fehler gewesen. Das ist ein Fehler gewesen, der mir selber auch passiert. Also um es mal als Anekdote zu erzählen. Ich war vor anderthalb Jahren oder sowas bei der Leipziger Buchmesse und habe mit Heinz Bude, dem Soziologen, über 50 Jahre 68 diskutiert. War ein ganz bunterer Abend, so wie jetzt so ein bisschen. Wir haben uns angestrengt, schlau zu sein. Und nach anderthalb, zwei Stunden meldete sich einer und sagte, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber ihr seid hier in Leipzig und unser 68 war was ganz anderes. Und ich habe mich so erst erschrocken und dann geschämt, dass mir das einer sagen musste. Und manchmal denke ich nach, bevor ich rede. Und das ist mir nicht aufgefallen. Das ist wirklich so. Und ich erzähle das deswegen, weil ich glaube, dass diese Selbstvergessenheit oder die fehlende Reflexion, wie reden
Westpolitiker eigentlich über diese Phase eigentlich erstmal eine Entschuldigung erforderlich macht für 30 Jahre Nichtachtsamkeit. Das müsst ihr beide mit der Biografie selber sagen. Ich will jetzt nicht auch noch aber euch sozusagen... Nicht die Opfer, sondern... Nein, nicht Opfer, aber dahinter steckt eine Art... Also du kannst natürlich nicht in ein gemeinsames Gespräch einsteigen, wenn du im Modus des Sieges agierst und redest. Und das ist mir da bei mir aufgefallen, ohne dass ich jetzt mich als Sieger fühlte. Aber ich hatte irgendwie, 68 war für mich ganz selbstverständlich Frankfurt und Hamburg vielleicht und so etwas. Und ich habe einfach was vergessen. Das hat nichts mit Opfer zu tun, sondern mit Dusseligkeit bei mir. Und das 40 Jahre insgesamt als gesellschaftliche Mainstream-Haltung führt, muss doch ganz logisch dazu führen, dass eine Art fehlende Anerkennung da ist. Und vielleicht darf ich noch, um es nicht nur jetzt bei diesem 68er-Punkt zu lassen, ich weiß, dass ihr habt beide die Mikrofone gegriffen und so, ich wollte nur einen Punkt, weil du sagtest, die Grünen haben sich verändert. Und vorhin hat Durst das mit den Fröschen erzählt. Und ich weiß, dass die Partei, wir heißen ja die Grünen, weil wir uns um Umwelt kümmern und Klimaschutz ernst nehmen und das sozusagen die Geschichte der Partei ist, die sich abhebt von den Geschichten von anderen Parteien. Aber warum ist das überhaupt zum Thema geworden? Also was ist eigentlich in den 80er Jahren los gewesen, dass sich auf einmal Leute gesagt haben, wir wollen uns um die Umwelt kümmern? Das kann natürlich die Liebe zu Bäumen gewesen sein und das Erkenntnis, dass der Frosch einen Eigenwert hat. Es kann aber auch sein, dass sich an der Frage die Frage von einer liberalen oder einer freiheitlichen Gesellschaft festgemacht hat, weil die Leute gemerkt haben, dass eine kaputte Umwelt nicht nur in ästhetischer, sondern in gesundheitlicher, in sozialer Hinsicht das Leben massiv einschränkt und beengt. Das heißt, vielleicht ist es ja so gewesen, dass die grüne, also die öko-grüne Erzählung deswegen so stark geworden ist, weil sie die Voraussetzung und auch die Einordnung, das, was Peter Siller gefordert hat, in eine andere, eine neue Interpretation einer anderen Tradition ist, nämlich, dass Menschen möglichst viel in ihrem Leben machen und erleben und sein können und unser Leben reicher wird, wenn wir hin und wieder jedenfalls halbwegs intakte Natur erleben, wenn Menschen nicht Staub einatmen, weil es ein Gewinn sein kann, in Flüssen zu schwimmen, und zwar ein Freiheitsgewinn sein kann. Und wenn das so wäre, also wenn tatsächlich der Wert der Ökologie ein Wert für die Gesellschaft ist, ich weiß, man kann das auch anders diskutieren als Eigenwert der Natur, aber vielleicht ist die interessantere Variante zu sagen, eigentlich wurde da eine ökologische Erzählung von einer freiheitlichen Gesellschaft erfunden oder neu geeicht, dann ist das, was wir jetzt diskutieren, all die gesellschaftlichen Fragen, nicht etwas Neues für die Grünen, sondern dann kommt der Kern der grünen Parteigründung, der damals sozusagen sich an der Ökologie festgemacht hat, jetzt auf einer ganz anderen Stelle erst recht zur Entfaltung. Also dann ist es nicht so, dass die Grünen jetzt auch noch die soziale Frage und die gesellschaftliche Frage und die Frage des Zusammenhalts entdecken müssen, sondern in Wahrheit war das, wie man an der Ökologie zeigen kann, Kern der grünen Gründungsgeschichte, nämlich eine progressive, aber solidarische Gesellschaft zu gründen oder zu verteidigen. Und das ist für mich jetzt als noch halbwegs frischen Parteivorsitzenden ein total starker Gedanke, dass wir nicht die Partei weiterentwickeln, das klingt irgendwie schon so, das nächste Geschäftsfeld muss erobert werden, sondern eigentlich zu den Grundideen der Gründung zurückgehen, sie nur mit dem Problem der Gegenwart konfrontieren und jetzt erst zum Erstarken oder zum Erblühen bringen. Als hätte die Gründung der Grünen nur auf diese Zeit gewartet. So kommt es mir manchmal vor. Und das ist total geil. Herr Grünbein, können Sie das nachvollziehen? Finden Sie sich darin wieder, auch mit Blick auf sozusagen die eigene Biografie? Ich greife nochmal das davor auf. Mir ist das völlig klar gewesen, dass praktisch im Bewusstsein der tatsächlich avancierten, nämlich westlicher politischer Avantgarden, sozusagen die Emanzipationsprobleme der Zurückgebliebenen keine Rolle spielten. So viel dazu, 68 DDR, was, wem bedeutet das was im Westen? Zum Beispiel an einer Stelle kann man das sehen, eine Debatte, die es kurz gegeben hat. Damals schrieb Christa Wolf an Habermas, sie hatte sich so einen Dialog gewünscht, sogar einen Dialog letzten Endes über eine Verfassungsreform. Und Habermas, ich kenne ihn ein bisschen, und wir kennen ihn ja alle so ein bisschen, großer Kommunikationstheoretiker und durchaus in der Kunst auch des Dialogs, des Konzidierens begabt, machte hier plötzlich dicht. Sagte ihr quasi, no,
es ist, dafür gibt es keine Verwendung. Sozusagen, Sie müssen eine Lektion lernen, dann sprechen wir uns wieder. Das fand ich aufregend, das war eine klare Ansage und dabei ist es eigentlich geblieben, ganz Hand aufs Herz. Also es kann ja nicht darum gehen, nachträglich so ein paar Positionen, nur damit man sich besser fühlt, noch so ein bisschen unter Naturschutz zu stellen. Wenn das jetzt sozusagen für das gesamtgesellschaftliche gemeinsame Vorankommen nicht mehr relevant ist, wird es überholt. Insofern glaube ich, dass eben praktisch, um es hart zu sagen, Bündnis 90 und diese Gruppierung sich quasi integriert haben dann in den großen neuen grünen Gesamtbau. Aber was soll jetzt dabei eine genuine, sagen wir mal, DDR-Stimme sein? Was sollte die Lehre daraus gewesen sein für eine grüne Zukunftspolitik? An mich gefragt. Ja, zum Beispiel. Ja, Sie repräsentieren das quasi. Nein, ich glaube, es hat zum Beispiel damit zu tun, redet man über die eigene Geschichte? Also erzählen Sie die Geschichte oder erzähle ich die Geschichte? Also es ist keine Heldengeschichte sein, aber es ist sozusagen unsere, da geht es eben dann plötzlich doch um Identität. Ist das eingeschrieben in dieses, also ich kann das, ich teile diese Begeisterung und ich sehe das auch so, dass wir unter der Bedingung der Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlage und der Nichtbewahrung der Schöpfung kein freiheitliches Leben führen werden. Und die Ökobewegung, die Umweltbewegung waren Teil der DDR-Bürgerbewegung. Insofern kann ich das ganz gut mit reinschreiben. Aber es macht vielleicht deutlich, was sozusagen gesamtgesellschaftlich der Punkt im Moment ist. Ja, es gibt aber noch eine weiterreichende Antwort, die ich Doris Grünberg gerne geben möchte, die vielleicht ein bisschen gebraucht hat, bis sie Kraft entfaltet. Aber man muss ja zugeben, dass die 80er, 90er Jahre der Grünen stark von einer Selbstvergewisserung, wer sind wir eigentlich, also dieser identitäre Gestus, der letztlich erklärbar ist, weil die Grünen als Bürgerbewegung, also als gegen das Establishment, gegen das System gegründete Bewegung, eigentlich von der Straße kamen, eben diesen Geist von Einschluss sozusagen erstmal den naheliegendsten hat sein lassen. Und dagegen steht ein bisschen, und das hätte man damals übernehmen, also hätte man sozusagen vielleicht sehen können schon, das wäre vielleicht heilsam gewesen, der Bündnischarakter. Ich meine, das war ja Bündnis 90 und Bündnis heißt, wenn man das mal sprachlich auch gegen das Licht hält, auch durchaus als Gegenbegriff gegen diesen Bewegungsgedanken, den Peter Siller vorhin aufgemacht, aber auch gleich wieder verworfen hat, dass Menschen mit verschiedenen Biografien, verschiedenen Identitäten, verschiedenen Vorlieben, religiösen, geografischen Herkünften sich einigen auf ein Ziel. Und zwar möglicherweise gar nicht dauerhaft, sondern erst einmal für eine gewisse Zeit einen gewissen Weg gemeinsam gehen. Und da ist es auch egal, Da muss man sich nicht beweisen, dass man das gleiche Leben führt, die gleiche Sprache spricht, die gleichen Klamotten trägt und so weiter. Möglicherweise wäre also der Beitrag von der DDR-Bündnisgeschichte, also nicht der SED-sozialistischen, sondern das, was sozusagen in die Grüne Partei reingegangen ist, eine Lektion gewesen, nicht hypermoralisch zu sein. Okay, ist nicht so richtig gehört worden, aber heute vielleicht. Gut, 90er ist Bündnis 90, ne? 90 ist ein bisschen 90er, aber der Bündnisgedanke ist vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen, um in einer Zeit, wo erkennbar große Parteien, also so 60, 40% Parteien, die wird es irgendwie wahrscheinlich jetzt so schnell nicht geben, aber es reicht eben auch nicht, eine 17% Partei zu sein, wenn ich jetzt mal aktuelle Umfragen zitieren darf, sondern damit kann man sich auch nichts kaufen. Nee, nicht klatschen, damit kann man sich in Wahrheit gar nichts kaufen, wenn daraus nicht eine Bündnisfähigkeit wird. Und zwar eine gesellschaftliche Bündnisfähigkeit, die reingeht in Kunst- und Kulturszenen, aber auch in die Freiwillige Feuerwehr und in die Kirchen und in die Gewerkschaften und so weiter. Und das setzt natürlich voraus, also zwischen den Kirchen und der Freiwilligen Feuerwehr und dem Gesangsverein und dem Schützenfest, weiß ich nicht, ja, die mögen sich ja vielleicht alle gar nicht. Müssen sie auch nicht, sie müssen sich nur einig sein im Ziel und bündnisfähig sein. Und das finde ich das Spannende und vielleicht ist jetzt die Zeit, dass das Bündnis 90 Erbe so richtig sozusagen seine intellektuelle Kraft entfaltet bei uns. Ist das, ja, danke. Ist das die Sprache und ist das die, sozusagen die Richtung, in die Demokratie gehen kann, die wir brauchen, um die Demokratie wieder zu stabilisieren und resilient zu machen gegen diesen toxischen Diskurs? Naja, die Frage, die sich daran anschließt, ist ja,
wie populär ist grüne Politik? Was ich vorhin sagte, mir ist aufgefallen in den 90er Jahren, dass quasi reflexhaft viele Leute quer durchs Spektrum, die jetzt gerade mal dieser SED-Diktatur entronnen waren, aber auf gar keinen Fall jetzt Grünen wählen wollten. Das hat mich immer verblüfft. Also von die meisten kamen von der SED ganz rasch rüber zur CDU und so weiter. Speziell in Sachsen ist mir das aufgefallen. Von Anfang an praktisch eine Verächtlichmachung dieser Partei, neuen Typus oder Bewegung, wie ihr es nennt und so. Also da ist die Frage, die müsst ihr euch ja selber stellen, wie populär kann denn das werden überhaupt? Es ist natürlich in einer gewissen Generation damals sofort populär gewesen. Ich habe vorhin zum ersten Mal darüber nachgedacht, als ihr gegründet worden seid, habt ihr wahrscheinlich nicht über Rentenpolitik nachgedacht ursprünglich, weil die meisten ja auch relativ jung waren. Das sind andere Fragen hier. Ja, ja, es war nur so ein Witz. Und aber jetzt seid ihr ja selber in die Jahre gekommen und müsst sozusagen das müsst sozusagen, das war nicht persönlich, das ist ein ganz natürlich auch biologischer Prozess und ihr müsst jetzt aber sozusagen das ganze Spektrum der Aufgabenfelder abdecken, nicht? Das sieht man dann ja auch am Programm. So, aber wie populär kann es werden? Wenn ich jetzt höre, dass es Überlegungen gibt bei den Linken, ganz scharfes drüber nachdenken, kann man einen progressiven Populismus kreieren? Einen progressiven Populismus gegenüber dem anderen. Wir kennen im Moment nur den einen. Also einen progressiven, quasi linken, linksliberalen Populismus, dass das populär wird. So, das jetzt und da müsstet Frage. Ihr dazugehören, sonst geht's grüner nicht. Grüner Kapitalismus, progressiver Populismus, das müssen wir jetzt noch klären. Ja, ich glaube, dass die Zeit nicht zu wenig Populismus hat im Moment. Und deswegen viel Spaß bei der Reise, aber ohne mich. Okay. Aber braucht nicht, Populismus kommt ja von populär und Dos Grünbein hat mal den schönen Satz geschrieben, die lateinische Sprache hat uns den aufrechten Gang gelehrt. Populismus meint, das kommt Populus vielleicht von populär, aber es meint nicht populär. Also natürlich weiß, ist Politik es ja geradezu... Kommt Politik ohne Populismus aus, ganz ohne Populismus. Naja, vielleicht, das ist ja eine offene Wette, das räume ich ein, aber vielleicht kann Politik populär werden, indem sie auf Populismus verzichtet. Das ist ja sozusagen, das ist der doch der Einsatz, um den es geht. Natürlich ist es mein, aber auch der Job von den anderen Kollegen, die hier sitzen, Politik, auch komplexe Sachen also lebenswirklich zu erklären mit einer Sprache, die bildhaft ist, die eingängig ist, die nicht technisch ist, die sich nicht hinter Zahlen und Paragraphen verschanzt und in dem Sinne natürlich muss sie populär sein, also einfach oder zumindest nahbar, verstehbar oder so etwas. Aber Populismus, jedenfalls in der Begriffsverwendung, wie ich sie nehmen würde, ist brüllen, ist Ansagen machen, ist dominant sein, ist nicht andere Meinungen hören wollen, sondern erstmal alles mit einer Meinung niederwalzen wollen. Und ich glaube, das ist das. Naja, ist natürlich auch Leidenschaft, nicht? Populismus ist Fußball. Ja, genau. Also wenn sozusagen Politik so läuft wie im Fußballstadion, die Leute sich da ihre Mannschaft anfeuern, dann werden wir so schnell nicht eine Lösung finden. Das Einzige, was man vielleicht beim Fußball für die Politik noch lernen kann, ist, dass einer hin und wieder mal verlieren muss. Und dass das keine Schande ist mit Blick auf Bayern. Ja, die haben ja verlernt, die CSU, dass Demokratie bedeutet, dass einer mal verlieren muss. Und das könnte auch mal die eigene Partei sein. Tut zwar weh, ist zwar scheiße, Entschuldigung, aber das ist nun mal die Spielregel. Ansonsten würde ich sagen, ist das Stadionbeispiel kein besonders geeignetes für eine politische Auseinandersetzung. Also im Gegenteil, ich würde eher denken, wenn man jetzt versucht eine andere grüne, linksliberale, was auch immer, Erzählung zu machen, dann eher mit dem Gedanken, dass wenn man gehört werden will, dann muss man auch ab und zu mal zuhören. Und das ist doch vielleicht, das ist jedenfalls das Spannende, ist zu probieren und jetzt mit Blick auf die letzten Erfahrungen, die ich gesammelt habe, das ist nicht zum Scheitern verurteilt. Das ist vielleicht noch nicht sicher, ob es gewinnt oder siegreich ist, aber es könnte auch klappen.
Ja, aber wenn doch die Entwicklung so ist, dieser westlichen Gesellschaft, dass es quasi am Ende immer mehr Einzelne, immer mehr Individuen, immer mehr Ausdifferenzierte gibt, dann müsste doch die Grünen Partei eines Tages eine echte Volkspartei werden können. Ihr müsstet doch dann automatisch über 17 Prozent... Eine richtige Volkspartei? Nein, was ich damit meine, also zurzeit diskutiert man stark einen Gegensatz, sagen wir mal, zwischen sogenannter Sozialpolitik und was im Diskurs Anerkennungspolitik heißt, nicht? Also das ganze Feld, was ihr ja auch immer beackert habt, also alle Minderheiten, alle Ausgegrenzten und so weiter, die alle eine politische Vertretung brauchen. Und das war übrigens ein Ruhmesblatt dieser Partei. Wenn es davon aber eigentlich immer mehr gibt in der Gesellschaft, müsstet ihr doch automatisch auch dadurch gewissermaßen in die Mitte rücken. Das meine ich. Diese Art von populär meine ich. Ich meine nicht, tatsächlich nicht, die aus der politischen Werbesprache bekannt, nicht? Also der Populismus ist ja im Grunde ein Werbekonzept. Wie drehe ich meine Inhalte so an, dass sie alle mitbrüllen können? Ich würde das aber noch mal zuspitzen mit der Frage nach dem Ratschlag, wie erwärmt man, also wenn wir das ernst nehmen, was Robert Habeck gesagt hat, kein Populismus, keine Zuspitzung, sozusagen keine Überspitzung, auch nicht im Wahlkampf, sondern Gewinnung von Menschen für vernünftige politische Projekte. Wie erwärmt man, was ist jetzt der Rat des Dichters, des sympathisierenden Dichters, wie erwärmt man die Herzen der Menschen für eine evidenzbasierte Politik? Das ist eine gute Frage. Am meisten gefällt mir das evidenzbasiert. Was beispielsweise doch was anderes ist als das sogenannte Unausweichliche oder Alternativlose der Regierungsparteien. Da durch viel, viel, viel Aufklärung, da sind wir vielleicht noch beim anderen Kapitel, also die Zukunft hat diese Demokratie nur bei einer wirklich stabilen Bildungslage. Sonst haben wir tatsächlich plötzlich Probleme, die mit mangelnder Aufklärung oder Regression zu tun haben, die mit Nichtwissen dann oft zu tun hat. Also viele der Streits, die jetzt hier so auf den Straßen geführt werden, haben tatsächlich mit einer tiefen politischen Unkenntnis der eigenen Gesellschaft zu tun und auch der Gefahren, die sich ergeben daraus, dass man jetzt praktisch nur rein affektgesteuert Politik machen will. Also Aufklärung und so weiter, das ist wohl wichtig. Und Das ist ein merkwürdiger Zustand, dass hier zwei Literaturmenschen auf der Bühne sitzen. Wir uns jetzt anziehen als Böll-Stiftung, weil wir ja politische Bildung machen und die Feststellung, dass die Leute sich von Verschwörungstheorien einfangen lassen oder erschreckende Unbildung aufweisen, ist natürlich kein Ruhmesblatt vielleicht für die politische Bildung, die aber auch kein Reparaturkoffer ist, mit dem man jetzt nach Chemnitz einrückt, aufklappt und sagt, jetzt werden wir euch hier alle in kurzer Zeit aufklären und dann wird das schon klappen mit der Demokratie. Also wie geht das, Aufklärung, wenn man im Wahlkampf ist? Ja, das ist jetzt genau, glaube ich, ein schwieriger Punkt, weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir uns als Partei verhalten wollen, um aufklärerisch zu reden, dann biegen wir genau falsch ab. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht die Frage, was jetzt die grüne Strategie ist, sondern was eine gesellschaftliche Strategie ist. Und meiner Erfahrung nach, und das ist jetzt ja eine Erfahrung aus einem Bundesland, wenn ich darauf hinweisen darf, ich komme aus Schleswig-Holstein, wo die DVU, wenn man so will, eine Vorgängerpartei der AfD, im einzigen Parlament war in den 80er oder 90er Jahren. Also es ist sozusagen ein Land, das nicht dafür geboren ist. Sachsen-Anhalt waren die auch im Parlament. Bitte? Ja, vielleicht auch Sachsen-Anhalt oder so. Aber jedenfalls, also das Land hat eine ausgeprägte Erfahrung mit der Anfälligkeit für Rechtspopulismus. Das kann man sagen. Und das reicht zurück bis 1945, da ist ja der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Die ganzen Nazi-Schergen alle dahin gekommen und naja gut, das lasse ich euch, die schleswig-holsteinische Geschichte erzähle ich ein andermal. Letzte Regierung. So, aber ich will damit nur darauf hinweisen, dass es jetzt nicht Freiburg ist oder so etwas. So, und in den letzten Landtagswahlen
haben die demokratischen Parteien eine satte Zustimmung bekommen, nicht alle gleichermaßen, aber eine satte Zustimmung, und die AfD ist fast nicht in den Landtag gekommen, und bei der Kommunalwahl ein Jahr später hat sie auch landesweit nur 5% gemacht, 5, irgendwas zerdrückte oder so etwas. Und wie ist das gekommen in einem Land, das im Kernmilieu Bauern und Bundeswehr beherbergt? Das liegt daran, das ist jetzt die Antwort, langer Weg zu deiner Frage, dass die politischen Parteien und auch die Grünen eine streitbare, aber zugewandte Sprache, Kultur und Debattenlage geschaffen haben. Und das kann ich so ein bisschen auch aus meiner eigenen Welt erzählen. Ich war ja für Fischerei, für Landwirtschaft, für Atomkraftwerke, Rückbau, für Stromtrassen, für Windkraftanlagen, also lauter Zeugs, das die Leute nicht haben wollten, verantwortlich, und hatte permanent Debatten mit allen möglichen Leuten, die das alles schlecht fanden. Da sollten Zwischenlager gebaut werden und Stromtrassen, und ich wollte die Moore vernässen und mehr Abstand zu den Knicks und den Tümpeln, die wir haben, und permanent gab es Ärger. Und zwar richtig Ärger, kulturell verfestigten Ärger. Wir waren diejenigen, die für das ganze Übel der modernen Gesellschaft verantwortlich waren. Und trotzdem ist es gelungen, in der Gemeinschaft der Parteien, die da waren, eine Sprache zu finden, eine Kultur, eine Ansprache, die sehr wohl Veränderungen hat möglich gemacht und auch sicherlich Verlierer entstanden, also Leute haben sich als Verlierer gefühlt, aber nicht als missachtete Verlierer, weil vom Ministerpräsidenten bis zu den Abteilungsleitern permanent geredet wurde und permanent diskutiert wurde. Und bei den Wahlkämpfen haben die Parteien untereinander, und da muss man sich mal bei CDU und FDP, die vielleicht die größte Anfälligkeit theoretisch dafür haben könnten als sogenannte bürgerliche Parteien, die haben der Versuchung widerstanden, nur über das eine Thema, nämlich Flucht, Migration und Abschiebung zu reden. Und wir haben über alles Mögliche gestritten. Bildung und Energie und Landwirtschaft und Finanzen und allens. So, und rausgekommen ist, dass die Demokratie offensichtlich als attraktiv erlebt wurde, weil die Leute versucht haben, ihr Argument zu machen, und das einen eigenen Reiz hatte. Und das übertragen heißt jetzt auf deine Frage, dass wir uns eigentlich nur klar machen müssen, dass Hass und Angst machen und Ausgrenzung immer der einfachere Weg ist. Ja, wir sind wahrscheinlich biologisch so positioniert, dass wenn, keine Ahnung, vor 100.000 Jahren als ein Säbelzahntiger kam, dann musste man Angst haben und schnell weglaufen. Wenn man keine Angst hatte, dann wurde man aufgefressen. Und heute noch denken wir, oh, Angst, und dann springen wir darauf wie der pavlovsche Hund. Es ist also viel anstrengender, mühevoller, komplizierter, den langen Weg der Erklärung und des Mutmachens und des Hoffnunggebens und des Anstands sozusagen zu geben. Das muss man sich aber nur klar machen, um es dann lustvoll zu bejahen. Und wenn das auch mit Lust passiert, dann glaube ich, gibt es wer will denn immer Angst haben? Wir alle, wir müssen, ich gebe es ja zu, wir reagieren darauf total stark. Aber ist das geil? Ist das super? Fühlt man sich wohl mit Angst? Will man Angst machen oder Angst haben? Eigentlich schämen wir uns ja permanent dafür. Wir brauchen also nur ein Angebot, wie der lange Weg, der komplizierte Weg zum Optimismus führt. Und das ist Arbeit, das ist politisches Handwerk letztlich. Das muss nur wieder wirklich als Handwerk begriffen werden und lustvoll bejaht werden. Nehmen dann die Politiker den Literaten die Arbeit weg? Dieses Plädoyer für die positive Lebenseinstellung, Bejahung des Lebens selber, ist natürlich beispielsweise das Programm unseres wahrscheinlich größten Dichters gewesen, Goethe. Insofern die Literatur heute noch was von Goethe hat, wäre das quasi schon fast erledigt. Aber es hat es ja nicht. Die Literatur selber ist gerade im 19. Jahrhundert plötzlich in tiefe Untiefen gekommen. Die hat vielleicht auch ganz andere Dinge vor. Sie muss ganz andere Aufgaben bewältigen. Ich habe vorhin ein Gedicht von dir getwittert. Das müsst ihr mal lesen. Also ihr müsst nur bei meinem Twitter-Account gucken, und dann seht ihr, dass Goethe hat schon noch, also Nachhall ist, glaube ich, zu wenig gesagt. Jedenfalls, es gibt noch heute unfassbar tolle Gedichte. Ich wollte mich unterbrochen, wollte ich nicht. Das war mir nur ein Tick zu bescheiden. Naja, ich habe auch mal an anderer Stelle gesagt, und das klingt wahrscheinlich jetzt sehr apokryph, dass letzten Endes das poetische Denken für mich das politischere ist, weil es eben als poetisches Denken überhaupt die Rolle der Poesie im Denkprozess
hier dieser Kultur seit 2000 Jahren, weil es am Ende irgendwie umfassender ist, weil es noch mehr enthält. Ich will jetzt keinen großen Exkurs machen, aber es begann ja in Griechenland mit der Poesie, aus der sich dann erst die Philosophie hervorschält und immer so weiter. Das heißt, die Urspaltung geschieht von einem poetischen Kern her. Und heute leben wir natürlich sozusagen so eingeteilt, wir Gesellschaftsmenschen, in unsere Bereiche. Und ich bin dann quasi ein Exot, weil ich mich die ganze Zeit nur mehr oder weniger primär mit Gedichten beschäftige. Und ein anderer ist ein eher vielleicht ein verantwortlicher Mensch, weil er, Wissenschaftler an seiner Stelle ist oder weil ihr eben als Politiker tatsächlich euch um alle möglichen Probleme kümmert. Ich sehe es aber dann doch so, dass das das Verbindende wäre. Es gibt, wenigstens in Frankreich gab es manchmal Ansätze, jetzt wieder in der neueren Philosophie, das Poetische als Element auch im Diskurs zu denken. Da wären wir wieder bei der Frage der Sprache. Gewisse Sprachentgleisungen gehen aus der Sicht einer bewussten, sagen wir mal, poetischen Sprachhaltung gar nicht, wie sie jetzt überall geschehen. Also die schmerzen unmittelbar, das tut derart weh, dass ich mich immer neu frage, wie es überhaupt sein kann, wie man so argumentieren kann, wie man auf so widerwärtige Formulierungen kommen kann. Und wenn ich bitter werde, sage ich immer, ja, das ist das Geschäft des Politischen, zu spalten oder so, die Affekte herauszukitzeln und so weiter. Jedenfalls ist es nicht das Poetische. Und was mich halt immer schon stört, ist so Karlauer, wenn früher schon bei Bundestagsreden die Leute nicht mehr weiter wussten, dann haben sie die Opposition bezichtigt, das sei doch alles wieder nur Lyrik gewesen. Also wir haben praktisch einen sehr, sehr pejorativen Lyrikbegriff, da lachen meist auch dann alle und ich finde es merkwürdig, weil Lyrik, so wie ich sie verstehe, ist, wenn man so will, evolutionär vielleicht, sagen wir mal, die höchste Form der Sprache. Das meinen wir, wenn wir Hölderlin oder Celan zitieren, dann wissen wir das ja auch. Ich würde gern zum Abschluss noch mal so den Blick zurück nach vorn mit einem Trick erfragen. Wenn Peter hat ja gesagt, das stimmt ja auch, wir können zurückgucken und wir stellen uns die Zukunft vor und das heute zu beurteilen ist relativ schwierig oder ist die schwierigste Kunst in allem. Wenn wir jetzt, also Poetikvorlesung 2009, Poetikvorlesung 2029 oder Bundesparteitag 29, weiß ich. Worauf würdet ihr beide gerne zurückgucken? Was für eine Phase war dieses 2019? Eine Häutungsphase, wo nach einer mäßig intelligent gemanagten, über alle Maßen schwierige Krise, die demokratischen Parteien erkannt haben, was auf dem Spiel steht und in einem munteren Wettbewerb miteinander um bessere Lösungen gerungen haben. Und die haben dann ein Jahr später zu einer Europawahl geführt, wo die progressiven Kräfte die Mehrheit im Parlament hatten. Die Kommission wurde sozusagen so aufgestellt, dass sie nicht nur bangbüchsig war und sich immer bei feigen Regierungen vergewissert hat, was sie denn jetzt tun sollen, sondern mal durchgezogen hat. Und die Menschen Europas haben sich gefreut und haben gesagt, so kann das eben auch gehen. Das macht ziemlich viel Spaß, mal über den Tellerrand zu gucken und den Horizont anzupeilen. Und das hat dazu geführt, dass wir, soll ich jetzt das Programm auch sagen, Facebook, Google und Amazon hart besteuert haben, die Klimakrise bewältigt und ein europäisches Einwanderungs- und Asylrecht geschaffen haben, das fair genug ist für alle Menschen. Gut, danke, das genügt. Also, Politik der Hoffnung und was wäre der poetische, der lyrische Blick auf 19? Also das ist die maximale Agenda, von der träume ich auch. Und tatsächlich hoffe ich mir gerade bei dem Krisengerede tatsächlich wieder einen neuen Schub auch für Europa, bei diesen Wahlen fürs Europaparlament. Ich lasse mich auf keinen Fall verzagen in der Sache. Bin eigentlich relativ robust, auch so, was so Talfahrten betrifft, muss dazu sagen, gerade nicht sofort in Panik. Und das wünschte ich mir eigentlich von viel mehr Leuten.
Vielen Dank an Durst Grünbein, Robert Habeck für